muss unbedingt mal etwas loswerden. Und ich habe auch noch eine ganz tolle Nachricht für euch. Und deswegen kurz dieses zwischengeschobene, spontane Video. Erstens, ich bekomme sehr viele Anfragen, wenn es darum geht, wie man den Quinoa in diesen Raspberry Power Drink hineintut. Müssen wir den keimen lassen, kochen oder wie auch immer. Und in dem Buch steht natürlich nichts. Und genau deswegen müsst ihr einfach nichts machen. Ihr müsst einfach den Quinoa reintun, so wie ihr ihn kauft. Das heißt, der Quinoa kommt roh rein in das Getränk. Wer nicht weiß, von was ich rede, ich habe in meinem Buch einen Raspberry Power Drink gepostet, den ich über knapp 2 Jahre sozusagen optimiert habe für mich. Und das ist ein Drink, der macht urplötzlich richtig gute Laune, bringt einen raus aus der Antriebslosigkeit, aus der Depression für 4 bis 5 Stunden. Und ja, und das ist halt auch so ein bisschen Kernelement meines Buches. Zumindest inoffizielles Kernelement. Er ist ja nur, das Rezept ist beschrieben auf 3-4 Seiten, das Buch ist über 100 Seiten dick und von daher, ja, inoffizielles Kernelement. Aber mir ist gerade eingefallen, ich habe das natürlich für mich konzipiert, den Drink. Und ich wiege 95 bis 100 Kilo. Das habe ich nicht ganz bedacht. Das heißt, wenn ihr den Raspberry Power Drink nehmt, dann vielleicht probiert es erstmal mit der Hälfte. Oder ihr seid, hat mir heute geschrieben jemand, dass er den heute früh genommen hat und dass der jetzt immer noch total wie so ein Duracell-Häschen durchs Leben hüpft und ja, dass das etwas ungewohnt ist. Deswegen vielleicht erstmal langsam rantasten, ja, oder ihr nehmt direkt die volle Dröhnung. Das müsst ihr für euch entscheiden. Und dann, ja, diese positive Nachricht, wer bei Facebook ist, der hat das schon mitbekommen und ich bin unglaublich erfreut und überrascht, dass in Deutschland ein veganes Rohkostbuch, dazu noch von einem nicht etablierten Autor wie mir, in die Top 500 aller deutschen Bücher gestoßen ist bei Amazon. Top 500, das bedeutet vor Attila Hildmann, Vegan for Fit oder Fit for Fun, vor China Study, vor diesem How Not to Die von Dr. Michael Greger, vor Dr. Jacobs, vor allen Rohkostbüchern, das ist derzeit das bestverkaufteste Rohkostbuch und so weit ist es in Deutschland gekommen. Es ist Wahnsinn, das ist für mich unglaublich, dass ja, dieses Buch, wo es darum geht, sich gesund zu ernähren, weg vom Genuss, dazu noch mit einem hohen Anteil an Kohlenhydraten, was immer irgendwie nicht populär zu sein scheint, weil jeder damit sofort Zucker- und Weißmehlprodukte assoziiert, obwohl das ja gar nichts erstmal, also sind zwar auch Kohlenhydrate, aber eine gesunde Lebensweise, da verzichtet man natürlich auf sowas, aber trotzdem hat man einen hohen Anteil an Kohlenhydraten und das ist immer das, was die Menschen irgendwie scheinbar nicht gebacken kriegen. Ne? Natürlich sind Fette und Proteine auch wichtig, auch das, wenn man von High Carb spricht, wird oft unter den Tisch fallen gelassen, weil die Leute ja so gerne polarisieren und ja und nein und so weiter. Und ja, auf jeden Fall, in Deutschland hat es mein Buch tatsächlich unter die Top 500 geschafft und es schwankt immer mal hoch und runter und ist aber wunderschön anzusehen. Und dann natürlich ein ganz großes Dank an alle, die mein Buch gekauft haben, die mir das Vertrauen geschenkt haben und ja, und das hoffentlich zurückgezahlt bekommen haben mit wirklich vielen Inspirationen und der Bewusstheit, dass man für eine Rohkosternährung nicht über 50 Euro im Monat ausgeben muss. Wenn man es denn gern genussreicher und facettenreicher hat, kann man das tun, aber man muss es nicht tun. Und das beruhigt ungemein. Und ich hoffe, dass das Buch genauso populär bleibt. Wie gesagt, es schwankt immer, wie gesagt, unter 500, das war jetzt der Rekord, aber es geht auch mal hoch auf 2000 und ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass das Buch dauerhaft so weit oben bleibt. Zurzeit ist tatsächlich so, man gibt bei Amazon einfach Rohkost ein. Also man sortiert nicht mal nach Büchern oder nach Riegeln, also Ernährung oder E-Books, sondern man gibt einfach bei Amazon Rohkost ein. Und das erste, was erscheint, ist mein Buch, Rohkost vor Lowkost. Und wenn ihr das bei Amazon gekauft habt, würde ich mich total freuen, wenn ihr auch eine Rezension dazu schreibt, ein Review, dass ihr eure ehrlichen Erfahrungen mit diesem Buch auch dort postet, was ihr euch erwartet habt, was gekommen ist oder wie ihr das empfindet, was die Kernaussage für euch in eurem Leben bedeutet oder was auch immer euch dazu einfällt, einfach ehrlich bei Amazon posten. Und das ist wirklich ein Aufruf an all diejenigen, die bei Amazon gekauft haben, weil ich plädiere immer dafür, dass Konsum sinnvoll sein soll. Ich plädiere nicht dafür, dass ihr nicht mehr konsumieren sollt, sondern jeder muss konsumieren, weil wir kaum wirklich
sag ich mal, reale, also die meisten von uns reale Produkte erwirtschaften. Kaum einer von uns hat noch irgendwas wirklich zum Tauschen, also sein Intellekt und sein Geist. Wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt, wir müssen konsumieren. Und entsprechend bin ich mal dafür, sinnvoll zu konsumieren. Und deswegen ist mir auch wichtig, dass ihr ehrliche Rezensionen bei Amazon schreibt und wenn ihr das Buch gekauft habt und anderen Menschen einfach sagt, was in dem Buch ist und dass andere Menschen davon profitieren können und sinnvoll ihr Geld ausgeben können. Und ich glaube, diese 9 Euro, die das Buch kostet, in der E-Book-Variante oder 12 Euro in der Paperback-Variante, die sind wirklich sehr gut angelegtes Geld. Aber das ist meine Meinung und wenn ihr andere Meinung habt oder die Meinung teilt, was auch immer, es hilft den Menschen, umso mehr Rezensionen, umso klarer kann das Bild für den Menschen, der sich potenziell für dieses Buch interessiert, werden. Und ihr tut damit wirklich den Menschen etwas Gutes und ja, mich freut es natürlich auch, wenn diese Menschen auch, ja, wenn sie mein Buch kaufen, dann zufrieden sind und nicht, wenn sie unzufrieden sind. Dann sind sie vielleicht noch nicht an dem Punkt, dass sie mit der Rohkost oder mit einer preiswerten Rohkost oder mit einer, ja, vielleicht auch in ihren Augen genussarmen Kost, mit der Rohkost, nichts anfangen können. Aber das ist vollkommen in Ordnung, jeder dort, wo er sein soll. Also, denkt dran, der Quinoa kommt einfach so rein. Das war eigentlich die Grundintention dieses Videos und natürlich der Hinweis darauf, dass in Deutschland so ein Rohkostbuch so dermaßen eingeschlagen hat, dass ich ja, mich da sehr freue. Wir sehen uns, glaube ich, heute Abend wieder und bis dann. Ciao.